stimmt nicht mit der Welt, in der wir leben. Alles bewegt sich in die falsche Richtung. Sieh dich um, sie bringt mich um, sie bringt dich um. Sie bringt mich um den Verstand, wo bleibt der Verstand? Alles läuft in Richtung Untergang des Ehrlichen, des Herrlichen. Es ist die Welt des gefährlichen weißen Mannes. Welt der Geldgier, Welt der Kriege, Welt des Unheils, Welt der Scheiße. Der 11.09.01 war grausam, keine Frage. Doch vergleich die Zahl der Opfer mit dem des morgigen Tages. 20.000 täglich schwangere Kinder dank der reichen ersten fetten Welt. Fick die Welt, in der Profit zählt. Der Börsen profitiert das Geld, das er den Schwachen raubte. Da dank Tipp von oben manipulierte Bilanzen einfach durchschaute. Furzt ein Präsident auf einer Pressekonferenz. Gehen die Kurse steil nach unten, wer hat diesen Scheiß erfunden? Sicherlich kein armer Mensch, die Reichen schaffen Regeln und Gesetze. Selbstverständlich nicht für sich, sondern für Knechte. Rechte sind nur Schein, werden getreten, wo es nur geht. Wohin man geht, sind Rechte an der Macht und Schlechte an der Macht. Für Tiere sind wir alle Nazis, jeden Tag sind Treblinka, Auschwitz und Majdanek präsent. Wir haben nichts dazugelernt, Schlachte für Labore, vergasen, vernichten, verbrennen. Jährlich 30 Milliarden Tiere, du glaubst mir nicht, dann recherchiere. Jeden Tag ist Holocaust, industrielle Vernichtung. Wir benehmen uns nicht wie Tiere, wir sind schlicht um selber welche. Und zwar die dümmsten von allen. Fick den scheiß Menschen, Alter, kotzt mich an, Alter. In seiner scheiß Arroganz gegenüber anderen. Die Gesellschaft schimpft sich aufgeklärt und zivilisiert, doch ist nicht fähig, sich zu wehren, da das System alles diktiert und blockiert. Niemand kapiert, dass die Welt auf einen Abgrund zu marschiert. Kaum ein interessiert es wirklich. Wir zerstören unseren Planeten, somit das Leben unserer Kinder. Vergiften das Klima, verfluchen das Klima für den Tod unserer Kinder. Amerika verändert per Veto Klimaschutzprotokolle wie Kyoto. Amerika gehört geächtet und als Weltmacht angefechtet. Es rechnet sich nicht, sagt die Wirtschaft, sagt die Politik uns ins Gesicht, warum so primitiv und nicht auf Antikurs. Wie radikal Kapitalismus mit dem Leben der Ärmsten oder Religion mit Wahrheit und Gerechtigkeit oder Ernst. Alle schwören darauf, die Kirchen tun so viel Gutes. Meiner Ansicht nach sind sie die irdischen Vertreter geflossenen Blutes. Erklingt die Stimme der Gerechtigkeit, wird sie